willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongoz Jakob von den Frakta und ich bin in Lineage 2. Eine der ganz großen. First enter the name of your character. Next, select your character's race and class. Then select your character's gender and appearance. After you have made all of your selections, click the character creation button on the right side of the screen. Einem der ganz großen MMOs, mittlerweile Free-to-Play, also ich glaube, weiß gab es von Anfang an, aber mittlerweile ist es Free-to-Play und dann schaue ich mir das natürlich an, ja, also Lineage 2 muss natürlich ins Fraktal Games Archiv, das geht gar nicht anders, ja, das muss in die MMO-Abteilung rein, beziehungsweise in die MMORPG-Abteilung, ja. Ist ja ein Multiplayer-Rollenspiel. Als erstes, was ich jetzt gleich mache, ist natürlich den Ton aus, beziehungsweise Musik aus, Ton leiser und die Grafikeinstellung bearbeiten. The winds of change are blowing. The man who covets the power of the gods has opened the dimension rift. Will return and new heroes will arise. Aiden, what will your destiny be? To hear the next tutorial, click the link located at the bottom of the window. Mir das Ganze wieder. So, und da bin ich wieder. Ich habe jetzt die Grafikeinstellung aufs Maximum gedrückt und die Sound natürlich entsprechend eingestellt. Jetzt hat das unserem Charakter jetzt nicht so viel getan, aber die Umgebung sieht doch jetzt deutlich anders aus. Ja gut, man sieht natürlich schon, dass das Spiel mittlerweile über ein Jahrzehnt auf dem Buckel hat. Natürlich arbeiten die, gehe ich jetzt mal stark von aus, mittlerweile ist das in der, ich weiß gar nicht wie vielen Versionen, also Update draufgefahren, arbeiten die natürlich wahrscheinlich immer noch dran, um das immer wieder anzugleichen, anzupassen, aufzupolieren. Nichtsdestotrotz, irgendwann hat man in der Engine einfach ein gewisses Alter erreicht und dann geht er halt einfach nicht mehr viel mehr rauskitzeln.
Wobei halt bei einem guten Rollenspiel, zumindest in meinem Nach, immer abzuhalten, was der zweite Flügel hat. Hatte die Finde zwei Flügel? Warum hat die so einen geknackten Hut auf dem Kopf? Egal. Aber jedenfalls bin ich morgen bei einem guten MMO mit einer aktiven Community, wo wirklich was geht, ist es ja nicht so wirklich wichtig, die Grafik. Ja. First you will learn how to move around in the game. To move your character from place to place, a question mark icon appears when there is something important you should know. Click the question mark when it appears to read the information. So. Now try talking with a newbie helper. Follow the direction of the arrow above your character to find a newbie helper near you. Once there, move your mouse cursor over the newbie helper and left click. Your target's name will then appear with two blue bubbles surrounding it, and your cursor will change to a chat icon. Click the left mouse button again to begin. Ja, bla 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 bla. Ich finde das ja immer gut, wenn es ein anständiges Tutorial gibt, das die Anfänger an der Hand nimmt und so rumführt. Aber mich persönlich nervt das ganz oft, weil... ich weiß nicht, ich bin halt oldschool, ja. Ich habe schon früher keine Handbücher... Doch, falsch. Ich habe früher Handbücher gelesen. Ja? Wie ich noch, wenn ich ein Spiel gekauft habe, habe ich einen Karton gekauft. Ein Karton lag in der Diskette in der CD-Hülle drin. Da lag ein Handbuch bei, manchmal noch irgendwelche Gimmicks, zum Beispiel eine Karte... oder irgendwas, also bei einem Rollenspiel eine Karte oder irgendeine andere Krempel. Und das war immer ganz großartig, diese richtig schönen Pappkartons. Und diese Handbücher, die habe ich mir tatsächlich oft angeschaut, weil diese Handbücher sehr oft sehr schön designt waren, hier gestaltet, liebevoll mit Grafiken, mit interessanten oder auch lustigen Texten und Bildern, hast du nicht gesehen. Aber Tutorials in Spielen gucke ich mir eigentlich erst neuerdings häufiger an, seit ich das im Fall bei Games Archive mache, weil ich manchmal denke, es schadet nicht, wenn man das Tutorial im Fall bei Games Archive zeigt, weil das eben, Tutorial zeigt eigentlich schon ganz gut, was kann das Spiel und wie entwickelt sich das Spiel. Ich finde mich selbst, wenn man das nicht groß anguckt, und mich irritiert das total, dass sie nur einen Flügel hat, das sieht so asymmetrisch aus. So, wie auch immer, wir fangen hier den Charakterstatus, es gibt Clans, das finde ich mal sehr gut. Ich habe einen Kamelsöldner, Soldat, einen Einflügeligen. So, Kampfwerte, allgemeine Statistiken, ja. Stärke, Intelligenz, Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Charisma, bla bla bla, alles bekannt soweit. Hier haben wir noch magische oder, ja, genau. Scheinen irgendwelche Elemente. Ja. In Fantasy-Welten ist das irgendwie immer ein Element. Das finde ich ganz großartig bei dem Film hier, diesem Piratenfilm, diesem animierten, wo sie sich als Forscherpiraten ausgeben und gefragt werden nach drei Elementen und er sagt, die Trainer eine Meerjungfrau, Schinken und Gold. Und der Typ sagt, zwei von drei kann es passieren. Hier auf Leertaste kann man nicht springen. Das finde ich ungewöhnlich. Ich muss aber mal weg von dem Brunnen. Das ist mir viel zu laut in der Nähe von diesem Geplätscher. Also ein Gedudel ist hier immer, oder? So. Ausrüstung. Das können wir mal zumachen. Aha. Okay, das Spiel ist definitiv USK 12 oder sowas, weil man kann die Charaktere nicht richtig nackig machen. Ist ja auch eigentlich nicht wirklich nötig. So, Aktionen. Hmm.
okay, das kennt man. So, Skills. Rocking Horse reiten, finde ich großartig. Ich mag auch Pferde, die Metal lieben oder Rock. So. Passive Skills. Mhm. Das ist charakterklassenabhängig. Quests haben wir noch keine. Clan haben wir nicht. Ich denke, die Notwendigkeit, hier einen Faktor zu gründen, ist auch relativ gering. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ich noch irgendwelche Jungs überzeugen kann, mit mir Lineage zu spielen, also Lineage 2 zu spielen. Die sind mittlerweile an anderen Spielen interessiert. Wobei ich auch ehrlich zugeben muss, der Großteil der Infractor-Jungs spielt halt lieber nicht ganz so zeitaufwendige Spiele, die eher kurzweilig sind. Ja. Also. Und MMOs neigen nun mal dazu, eine relativ langwierige Angelegenheit zu sein. Ich kenne das noch von früher, wo ich ernsthaft noch MMOs gespielt habe, also richtig, ja, so jeden Tag. Selbst damals hat mich das in den Wahnsinn getrieben und dass da für jeden Furz Stunden unterwegs warst. Also, wir reden hier von Real-Life-Stunden. So, Generalmenü. Das ist auch mal interessant. Kann man die mal ein bisschen größer machen? Ja, wunderbar. Wunderprächtigst. Gut, das ist offensichtlich das Startgebiet. Mhm. Hm. Ah, okay. Oh, ja, okay. Nach über einem Jahrzehnt, wo es das Spiel gibt, hat sich da natürlich einiges an erkundbaren Gebieten zusammengefunden. Das ist natürlich schön. Auch das finde ich mal gut, wenn man auf der Karte auch angezeigt wird. Okay. Ah, sehr schön. Nein. Das ist eine Fluchtrolle. Wenn man das nicht weiß, dann ja, Escape, Flucht. Wenn ich jetzt draußen in einem Kampf gewesen wäre, hätte mich das jetzt in Sicherheit gebracht, da ich eigentlich nicht im Kampfgebiet war, hat die Rolle mich jetzt einfach hier wieder in die Nähe gebracht, wo ich sowieso schon war. Das ist auch schick. So, das, okay, wir legen schon ein vernünftiges Schwert an, das haben wir nicht mit Deutsch. Okay, man kann Haustiere haben, das ist natürlich auch immer schick, also immer Kleider. Das sind ja ganz so lustige Tiere. Das Däppchen-Käppchen müssen wir echt loswerden. Was bist denn du für eine? Hm. Ich habe jetzt auch keine Lust, mich mit irgendwelchen vielkörnigen Ziegen herumzutreschen. Die lassen wir einfach mal in Ruhe. Also, dass ich nicht springen kann auf der Taste, finde ich sehr verwunderlich. Look out!
Your character dies when your HP falls to zero. Keep an eye on your HP when you are in... Oh no, you died. To learn what happens when your character dies, click the question mark icon. Okay, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass dieser Ork-Krieger tatsächlich Aggro werden könnte. Aber ich sehe schon, dass nach all den Jahren ist das Spiel natürlich schon eine gewisse Größe da. Das macht dann natürlich auch notwendiger, dass es eine wirkliche Einführung gibt, weil es gibt hier einfach so viel Stuff hier, so viele Möglichkeiten. Das erschlägt einen am Anfang natürlich schon so ein bisschen. Das ist ein echt cooles Vieh. Wobei es mich so ein bisschen an die Viecher da aus Final Fantasy erinnert, oder? Ja, aber ich will mir da jetzt nichts anmaßen. Ich kenne mich mit diesem ganzen... Also Lineage, das sieht man dem hier an, dass es einen asiatischen Ursprung hat. Was die Entwicklung angeht und was die Hintergründe angeht. Asiatisch geprägte MMOs sind für mich oft schwierig zu verstehen und nachzuvollziehen. Und wenn die sich gegenseitig ähneln... wenn die sich ähneln, ja, oder sich gegenseitig beeinflusst haben, da wollte ich hinter dem Satz, dann kann ich das echt schwer beurteilen. Ich kann nur halt immer dann sagen, okay, das erinnert mich jetzt an das oder jenes Spiel oder Comic oder Film oder whatever. Okay, das scheint dampfgetrieben gewesen zu sein, das finde ich auch geil. Steampunk-Elemente finde ich immer großartig. Da unten haben wir irgendwie eine Art Fischerdorf. So, jetzt gut, grafisch, wie gesagt, wenn er mal ein Jahrzehnt auf dem Buckel ist, da kannst du die Grafik einstellen auf Ultra, wie du lustig bist. Da sieht man dann natürlich trotzdem einen niedlichen jungen Fuchs, einen Wolf. Und den Kobold könnte man Stress mal suchen, oder? Den können wir vielleicht schaffen, obwohl der ist nicht Akku. Jetzt ist er auf jeden Fall... Jetzt ist er definitiv Akku gewesen. You have acquired bla bla bla, ich habe XP gekriegt, bla bla bla. You know nothing, Jon Snow. Haben wir nichts gekriegt? Nee. Armer Kobold. Okay, wir schlagen keine Kobolde mehr. Das lohnt sich finanziell einfach nicht. Guck mal, da gibt es sogar einen Elder Fox. Das ist wahrscheinlich der weise Fuchs. Ja. Deckard Cain, quasi der Füchse. Okay, die haben zu dicht ans Wasser gebaut. Das ist klar zu erkennen. Quasi die Niederländer nach der Klimaerwärmung. So. Guck an, ein Newbie Buff Manager Adventure Skill. Das ist schon abgefahren, das da. Was? Ich soll probieren, den Dingsbums zu reiten. Ich würde sehr gerne probieren, aber irgendwie kann ich jetzt auch kriegen, wie ich lustig bin, das funktioniert nicht. Naja, wie auch immer, ich gehe mal irgendwo an die Seite, wo es nicht ganz so laut ist. So. Jetzt scrollen wir wieder ein bisschen dichter dran. Okay, das ist Infracta in Lineage 2. So, schön. Ich würde jetzt aber meinen Cut setzen. Mir ist auch klar, dass ich von dem Spiel jetzt nichts gesehen habe. Ja. Mir ist aber auch klar, dass ich für Infracta Games Archive nicht unbedingt ein Spiel komplett durchspielen muss, um es ins Archiv aufzunehmen. Mir reicht es eigentlich völlig, wenn ich meine 4 Punkte immer abhaken kann. Es gibt dieses Spiel. Okay, Lineage 2 haben wir jetzt gesehen. Wie sieht das Spiel aus? Haben wir jetzt auch gesehen. Ich habe, wie gesagt, alles auf Ultra gestellt. Und drittens, wie spielt es sich? Es ist halt eins der ganz großen, klassischen MMORPGs. Wenn man
solche Spiele mag, also diese Online-Rollenspiele, Massive-Multiplayer-Rollenspiele, sollte man wahrscheinlich hier auch mal reingeschaut haben, ja, um mitreden zu können, nehme ich an. Der vierte Punkt ist dann immer, also der dritte Punkt ist, wie spielt sich, ja, man sieht es ja, ganz klassisches MMO. Spielverhalten und Aufbau. Und das vierte ist meine Meinung, die entfällt hier, weil ich mir einfach keine Meinung anmaßen kann. Dazu habe ich zu wenig vom Spiel gesehen. Ich kann sagen, okay, die Grafik nach all den Jahren, ja, nicht mehr unbedingt State of the Art, aber habe keinen Augenkrebs. Es ist ganz klassisch aufgebaut. Ich komme hier sofort eigentlich relativ gut zurecht, weiß wo, wie, was, nehme ich an. Ich nehme aber auch an, dass ich schon einige Zeit bräuchte, um das Spiel wirklich zu durchblicken, wie das aufgebaut ist mit den ganzen Funktionen, ohne dass es mich noch erschlägt. Ich würde definitiv mal einen Blick wagen, weil es ist ja wie gesagt Free-to-Play. Und ich wandere jetzt mal weiter. Falls hier noch jemand sagt, ja nee, davon wollen wir mehr sehen, guckt euch dich noch ein bisschen mehr um, weil das und das wäre doch für einen Zuschauer, also jemand, der sich für dieses Spiel interessiert und über dieses Video von dem Fractal Games Archiv Informationen gern hätte, total interessant, war auch ein Bandumsatz, dann komme ich natürlich auch gerne wieder her. Wie gesagt, ist kostenlos, ich habe ja eh einen Account hier bei NCSoft, das ist übrigens der Publisher, und das macht mir gar nichts. Ich kann jetzt halt wieder da eher herkommen und das finde ich echt witzig, dieses Steampunk-Viecher, mit dem man hier rumreiten kann. Auch wenn ich nicht annehme, dass das Open World ist. Ich glaube nicht, dass ich die steuern kann. Ich nehme an, dass das feste Routen sind, um von A nach B, nach C etc. zu kommen. Das war nicht damals sehr populär, wie eine ganze Reihe von großen MMOs quasi liefen. Dazu passt auch, dass die halt tatsächlich immer, finde ich, diese relativ klaren Wege entlang laufen. Ich erinnere mich gerade so ein bisschen nicht an die Pferde von Dark Age of Camelot. Die ritten ja auch immer quasi stumpf ihren Weg ab. Wobei man da abspringen kann. Also gut, wenn man hier auch können. Gut. Also ich muss jetzt, glaube ich, nicht 200 Kobolde klatschen, nur um rauszufinden, wie man hier kämpft. Ich bin Mongo Zerkow von Fractal. Hallo Lineage 2, herzlich willkommen im Fractal Games Archiv. Ich mache jetzt weiter. Macht's gut, bis bald. Tschüss.